Hallo und herzlich willkommen zurück in Planet Coaster 2 Karrieremodus. In der letzten Folge haben wir alles gemacht, so also gefühlt in einen halben Park gebaut. Also ja, wir haben wirklich so den halben Park hergebaut. Wenn ihr es verpasst habt, dann schaut doch unbedingt nochmal rein. Wir haben auf jeden Fall unsere Goldmedaille erhalten und das Einzige, was jetzt noch fehlt, um dieses Szenario hier abzuschließen, ist die Platinmedaille. Und für die müssen wir die Achterbahn abschließen. Mit mindestens 858 Metern. Heißt das, ich kann sich das mal ein bisschen mehr erweitern. 70% der Gäste müssen gute Stimmung haben. Das haben wir jetzt schon. Wir haben einen Top-Park gebaut. Tägliche Einnahmen höher als 200.000 Dollar. Wir sind bei 174.000. Das kriegen wir auch noch hin. Und die Parkwertung muss auf 4,5. Wir sind nur bei 3,2. Warum sind wir denn nur bei 3,2? Na gut, wir machen eins nach dem anderen. Angefangen damit, diese Achterbahn hier zu vervollständigen. Achterbahn bearbeiten. Wow, ich muss ein Schienenstück selber bauen. Eine Revolution, das gab es noch nie. Zack, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Verbinden. Oh, dann ist die Bahn auch schon fertig. Und möchte einen Testfahrt machen. Das kann sie auch gern machen, aber bitte nur mit uns zusammen. Dann schauen wir mal, was das hier für eine Bahn ist. Okay. Die ist auf jeden Fall auch ganz schön experimentell. Aber ich glaube, ich mag sie. Und die ist länger, als sie von außen aussieht, ne? Und das ist wirklich wild. Der Launch über die Station, dann ist in der Mitte vom Launch noch eine Rolle und dann geht der Launch weiter. Das ist interessant. Cool, dann ist die Bahn ja vollständig. Und ich habe keine Ahnung, ob sie 800 Meter lang ist, aber wenn ich sie öffne, werden wir es herausfinden. Sie ist keine 800 Meter lang. Oh, wow, es fehlen 0,3 Meter. Echt jetzt? Ich kann ja nicht so wahnsinnig viel machen, um das zu bearbeiten, weil ich kaum an Schienen ran darf. Deswegen machen wir hier jetzt einfach noch eine Helix rein. 894 Meter, das ist auf jeden Fall lang genug. Die Bahn öffne ich sofort. Zack, und da haben wir unser Ziel auch erreicht. 70% Gäste in guter Stimmung haben wir natürlich auch. Die Einnahmen, da fehlt auch nicht mehr viel in die Parkwertung, das ist das Ding. Schon warum habe ich denn 6 Nachrichten bekommen, dass alles im schlechten Zustand ist. Vielleicht müssen wir doch noch ein paar mehr Techniker einstellen. Ich hoffe einfach mal, dass die Techniker das Problem lösen können. Erstmal sind wir bei unserer Achterbahn hier und die ist ja jetzt eröffnet. Das heißt, die sollte auch nicht für ein Schnäppchen, sondern für den dynamischen Preis geöffnet werden. Ich glaube, das mache ich jetzt bei allen Achterbahnen mal dynamische Preise, weil wir wollen ja auch Geld verdienen jetzt scheinbar. Was? Wieso soll das denn einen dynamischen Preis von 32 Dollar haben? Ja, mach mal dynamische 5. So, dann kommen wir bei 16 raus. Ich habe jetzt mal die Preise von allen Läden bei allen Artikeln um 50 Cent erhöht. Jetzt nicht wahnsinnig viel, ne? Aber das macht in der Masse auch was aus. Hier schon recht viele. Das hat auch nicht viel gefehlt. Ach, guck mal, wir haben das Ziel sogar schon erreicht, während ich das gemacht habe. Ja, ist doch super, dann war das doch voll ausreichend. Mir ist währenddessen auch noch eine Sache aufgefallen. Hier unten ist unsere einzige Toilette. Vielleicht sollten wir noch ein, zwei Toiletten hinstellen. Ach ja, was ist denn hier los? Mülleimer sollten wir auch noch stellen. Okay, wir haben noch ein bisschen was zu tun. So, zwei neue Toiletten, das ist doch auch sehr gut. Eigentlich sind sogar drei Toiletten. Alles, für, damit die Leute sich besser fühlen. Und hier habe ich einfach komplett vergessen, Mülleimer und Bänke und alles zu platzieren. Fangen wir mal mit den Mülleimern an. Dann machen wir das Ganze auch nochmal mit Bänken. Dann stellen wir noch ein paar Hausmeister ein und dann erledigt sich das Müllproblem vielleicht von alleine. Wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir eigentlich auch überall ein paar Lampen hinstellen. Dann sieht man zumindest auch mal was, wenn es dunkel wird. Denn aktuell, wenn es dunkel wird, naja, wir haben schon ein paar Lampen gestellt, aber gerade die neueren Bereiche hier finden, die sind noch komplett dunkel. Das ist doch schon besser. Jetzt sehen wir auch ein bisschen was. Und jetzt können wir noch ein paar neue Hausmeister einstellen, denn scheinbar hat dieser Park es enorm nötig. Ich habe jetzt gerade nicht mitgezählt, aber ich hoffe mal, das waren genug. Das waren jetzt echt viele. Gäste können keinen Parkeingang finden und wollen gehen. Ja, es betrifft scheinbar keinen Gast, wenn ich nicht zum Gast hinspringen kann. Dann ist das wohl nicht so, weil unser Parkeingang ist ja ziemlich eindeutig da. Wir müssen noch eine Attraktion bauen, damit unsere Attraktionen einen besseren Stern bekommen. Und unser Ruf ist auch kurz davor, besser zu werden. 0,12 bis zum nächsten Stern. Ist auch nicht viel, glaube ich. Wir kriegen einfach gar keine Bedürfnisse von denen. Wahrscheinlich einfach nicht genug Läden haben. Toiletten habe ich gerade gebaut, haufenweise. Müssen sich eigentlich bessern jetzt. Essen und Trinken. Ja, man könnte noch einen zweiten von diesen Plätzen machen. Luxus sind wahrscheinlich Souvenirs. Die Leute sind eigentlich nur, beschweren sich eigentlich nur über den Müll und über Erbrochenes. Das hat alles, was halt hoffentlich jetzt durch die neuen Mitarbeiter sich ändern wird.
Ich nutze den Platz hier hinten mal aus, um hier noch einen kleinen Fressensmiley zu machen. Ich weiß gar nicht, welches Getränk wir noch nicht gebaut haben, aber ich nehme mal einfach mal Cosmic Cow. Aber wenn jetzt hier so viele Läden sind, dann muss ich mal kurz ein paar mehr Mülleimer hier in die Ecke stellen. So, das wird uns hoffentlich ein bisschen Geld generieren, weil wir es so nötig haben mit unseren 642.000. Hier dieser große Platz, den wir hier gebaut haben, da würde ich eigentlich auch noch ganz gerne einen Bauplan reinstellen. Und jetzt habe ich da einen relativ bestimmten im Kopf. Und zwar habe ich diesen Brunnen jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und der passt doch eigentlich echt gut hier hin. So, an den Brunnen setzen dann auch noch ein paar Bänke und Tische, dass man es hier gemütlich machen kann. Die Leute laufen jetzt halt voll durch diesen Brunnen durch, weil es, soweit ich das gesehen habe, leider kein Tool gibt, um das zu verhindern. Was wir aber versuchen können, ist mit dem Wegetool diese Form auszustanzen. Ich würde sagen, dann stanzen wir uns hier einfach mal ein Loch rein. Jetzt sollte uns auch keiner mehr durch den Brunnen hier durchlaufen, jetzt funktioniert der Platz auch. Das ist doch wunderbar. So, ich nehme jetzt hier noch ein paar von diesen Blueprints und stelle die einfach überall im Park auf. Einfach damit es so aussieht, als wäre noch ein bisschen mehr los, um den Park zum letzten Schliff zu geben. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich so langsam jeden von den vorgefertigten Blueprints in diesem Park benutzt habe. Und die anderen Szenarios, die noch kommen, werden ja bestimmt auch das Mythologie-Thema haben werden. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Blueprints gebaut, die wir hier gut einbauen könnten. Schickt uns die ganz gerne mal zu, dann können wir die vielleicht auch in den Parks hier nutzen. Also, was ich jetzt gerne ausprobieren würde, wäre das Szeneriepinsel. Ach, es ist so herrlich einfach damit. Damit pinseln wir uns einfach den Park fertig. Wir gar nichts mehr selber machen hier. Ja, hinten der Bereich wird dann halt ein bisschen waldiger. So ein bisschen Grünzeug schadet ja auch nicht. So, jetzt muss ich nur gucken, so ein paar von den Bäumen sind nämlich in der Achterbahn gelandet. Die verschieben wir jetzt nochmal händisch, aber an sich ist es ja trotzdem sehr viel schneller, als alle per Hand zu bauen. Das ist schon ein cooles neues Feature mit. Na, hier beim Ausgang von der Achterbahn ist doch eigentlich nochmal ein guter Platz, um noch ein paar Sachen zu verkaufen. Ah, die haben keinen Strom. Ach, wir haben ja noch ein Loch, ein Stromloch. Ja, das ändern wir einfach schnell. Schön in den Bäumen versteckt. Zusammen mit dem Stromgenerator. Da machen wir jetzt noch einen Mitarbeiter-Personalweg. Und dann nehmen wir uns noch ein bisschen Szenerie, um das alles zu verstecken. Ach so, ja, ich war eigentlich bei den beiden Geschäften. Die müssen ja noch eröffnet werden und teuer werden. Okay, wir haben jetzt tatsächlich einen schönen Park hier stehen. Jetzt würde ich gerne nochmal in unsere Ziele reinschauen. Was fehlt denn noch? Die Parkbewertung muss noch hochgehen. Und was können wir machen, damit die Parkbewertung hochgeht? Mehr Attraktionen. Okay, also eine Attraktion brauchen wir noch. Mythologische Teetassen. Dann bekommen die jetzt noch einen Eingang. Der Ausgang muss ja logischerweise auch durch den Wald gehen. Ach, den Stein darf ich nicht bewegen, weil er zur Szenerie gehört. Oh, kann ich jetzt auch nicht ändern. Was wir aber machen können, ist die Teetassen zu eröffnen und den dynamischen Preis zu setzen. Dann haben wir noch ein Fahrgeschäft mehr und damit müssten wir jetzt eigentlich, was die Parkbewertung angeht, auch noch mal einen Stern mehr bekommen haben. Wir haben 3,63 von 4,5. 4,5 Sterne als Ziel ist schon wirklich viel, muss ich sagen. Ja, ich denke, das Beste, was ich tun kann, ist jetzt einfach noch ein paar Attraktionen hier reinzuklatschen, oder? Hier unten ist noch ganz viel Platz für tolle Fahrgeschäfte. Zack, nächstes Fahrgeschäft. Wunderbar. Und dann kommt da jetzt wieder ein bisschen Szenerie drum. So, nächstes Flatride steht. Ich habe mir gedacht, wir machen jetzt noch so einen Mini-Kiddy-Coaster hier an die Seite, weil hier ist noch so ein langer Platz, wo nichts ist. Das ist doch mal ein süßer kleiner Kiddy-Coaster. Ich habe nur keine Ahnung, wo da jetzt eine Station hin soll. Ich mag es gar nicht glauben, wir haben irgendwie einen Eingang und Ausgang heranbekommen. Also ein kleines Wunder hier. Gucken wir uns mal hier so ein bisschen zumindest einbauen. Nicht viel, nur so ein bisschen. Was halt ihr von meiner kleinen Mini-Kinderachterbahn hier? Das ist eigentlich ganz nett, ne? Die wird wahrscheinlich furchtbar bewertet sein, ne? Ja, die wird ja klar keine gute Achterbahn so objektiv gesehen. Aber es ist ein Kiddy-Coaster, wir hatten noch keinen davon. Zieht vielleicht ein paar Kinder an, ist doch eigentlich eine schöne Sache. Und jetzt haben wir auch was in der Ecke stehen. Ich finde es ganz schön. Ich bin da noch gar nicht mitgefahren. Wie ist denn die Bahn so? Ich würde nur gerne nochmal drüber schauen, ob irgendwo vielleicht hier durch irgendwas durchfahren oder so.
Weil den Baum hier links von uns, den konnte ich nicht bearbeiten. Der war festgelegt vom Szenario selber. Aber ist doch eigentlich ganz nett. Das kann man schon machen, glaube ich. So zwei Runden damit. Ja, dann haben wir die obligatorische Achterbahn der Folge auch gemacht. Neue Achterbahn bedeutet natürlich auch wieder neues Personal. Ein neuer Techniker. Ist eine Achterbahn, dementsprechend wird die wahrscheinlich schon gar nicht so günstig sein. Dynamischer Preis 10,01 €. Dollar, Entschuldigung. Ist schon ziemlich teuer, finde ich. Aber gut. Ich mache es alles nur für die Parkbewertung. Für die halt noch zwei Attraktionen fehlen, damit die auf 4 Sterne geht. Weil das ist das Einzige, was ich groß machen kann, ne? Ja, wobei, wir können auch die Stimmung der Gäste gucken, ob wir da was machen können. Da liegt immer noch überall Müll rum. Wirklich? Wo ist denn dieser ganze Müll, von dem wir alle sprechen? Hier ist gar kein Müll. Ich sehe keinen Müll. Wenn ich keinen Müll sehe, dann gibt es auch keinen Müll. Oh, sind die alle hungrig. Ja gut, dann verteilen wir noch mehr Stände. Hier ist da auch noch einer. Hier ist auch noch Platz für ein bisschen Soda. Wie könnt ihr denn immer noch alle Hunger und Durst haben? Hier stehen so viele Läden. Und die sind nicht mehr so viel besucht. Ich brauche eigentlich noch 2 Attraktionen, dann habe ich's. So, unser letztes Fahrgeschäft ist eröffnet worden. Ist so ein bisschen gequetscht da in die Ecke. Oh. Ich hoffe, man rutscht nicht da durch. Nee, tut man nicht. Ist doch ganz entspannt. Habe ich natürlich genauso kalkuliert gehabt. Versteckt sich ein bisschen hinter dem Baum bei unserem letzten Fahrgeschäft, weil es eigentlich nicht in das Setting reinpasst, in unsere Thematisierung. Aber irgendwie sind wir trotzdem noch nicht bei 4,5. Warum nicht? Das ist doch definitiv ein Durchschnittswert von 4,5. Heißt das, die Prestige-Szeneriebewertung, einzigartige Attraktionen und Ruf des Parks werden nicht gleichwertig gewertet? Muss es ja. Das ist jetzt aber doof. Ich dachte, unser Park wäre fertig. Ich war schon so bereit dafür. Okay, dann muss ich wohl noch ein bisschen weiterbauen. Wir hoffen, dass wir es einfach gleich noch hinbekommen. Wir sind so nah dran. Was kann ich noch tun, damit ich die 0,3 Punkte noch bekomme? Scheinbar immer noch Müll und Erbrochenes. Wie kann das denn sein? Ich habe mittlerweile so viele Mülleimer hingepackt und echt viele Hausmeister. Also das sind schon einige aus. Und die suchen alle nach Arbeit, weil die halt nichts zu tun haben. Ich tue, was ich kann und stelle einfach noch ein paar hundert Hausmeister ein, in der Hoffnung, dass das ein bisschen mein Müll- und Erbrochenes-Problem löst. Ich weiß auch gar nicht, wo das ganze Erbrochene sein soll. Bist du das eine Fleckchen Erbrochene, das mich davon abhält, dieses Szenario zu schaffen? Also ich bin jetzt zum Beispiel den ganzen Tag geflogen und ein Fleckchen Erbrochenes gesehen. Das kann doch nicht sein, dass das ausreicht, damit sich 50% der Gäste darüber beschweren. Das kann doch nicht sein. So, hier vielleicht einfach so ein Kettenkarussell mal hinstellen. Wird das helfen? Da, wir sind auf 4,43. Das kann nicht sein. Ich brauche jetzt nur ein Fahrgeschäft, dann haben wir es geschafft. Ebene Fahrgeschäfte. Komm, ich stelle dieses komische Teil jetzt einfach noch irgendwo hier hin. Dann drücke ich auf Eröffnen. 4,46. Das kann doch nicht wahr sein. Uns fehlen 0,4 Punkte, um das Szenario zu schaffen. Was kann ich noch tun? Mir fällt nicht viel mehr ein, als einfach immer mehr Fahrgeschäft zu bauen. Komm, mein letztes Karussell. Eröffnen. Oh, wieso geht's denn nicht auf 4,49? Dieses Spiel, ey. Ich glaube das nicht. Okay. So, endlich fertig. Wir haben es geschafft. Restauriert. Trotz der fragwürdigen Methode der Stiftung ist dies wirklich ein besonderer Moment der Geschichte. Unglaublich, wie sehr sich Achterbahnen seit damals verändert haben. Vielleicht gräbt irgendwann jemand unsere Achterbahnen aus und nennt die antik. Hab keine Angst vor Neuem, Junge. Ich zum Beispiel wechsle mehrmals täglich meine Unterhose. Das ist mehr, als ich wissen wollte. Aber dennoch eine interessante Perspektive. Vielleicht etwas, über das man nachdenken könnte. Also, jetzt, da alle Achterbahnen fertig sind, ist es Zeit für etwas Neues. Geh schon mal vor. Ich will noch ein bisschen mit Adriana Forschung betreiben. Ach so. Verstehe. Nicht, was du denkst. Ich... Schon gut, Junge. Schon gut.
Ah, wir haben die Platin-Medaille. Ja. Boah, das war zum Ende aber echt gar nicht so einfach. Und wir haben einen ziemlich großen Freizeitpark gebaut. Das ist schon ein vollwertiger Park, würde ich sagen. Also wenn ihr irgendwas davon noch mal im Detail sehen wollt, das ist alles auf Video. In den letzten Folgen ist alles vertreten gewesen. Aber das hier ist unser Park. Das ist unser Karrierepark. Level 1. Ist der Wahnsinn, ey. Und weil das Ganze so viel aufwendiger ist, als ich es jemals gedacht hätte, muss ich auch leider für die Zukunft von diesem Projekt ein bisschen was ändern. Und zwar glaube ich nicht, dass ich das schaffe, jede Woche so ein Video rauszubringen. Allein zu einer Achterbahn zu thematisieren, ist schon Arbeit für eine Woche genug. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren sagen, wie gut euch das Format gefällt und ob ihr weitere Karrieremodus-Level sehen wollt. Ich würde sie eigentlich schon gerne noch weiterspielen wollen. Vielleicht ja mit euren Blueprints, ich weiß es nicht ganz, mal gucken. Aber auf jeden Fall werde ich mehr Blueprints benutzen, damit das Ganze vorwärts, schneller vorwärts geht. Deswegen, ich denke, ich werde immer ein Karrierelevel durchspielen. Und dann kommt 4 Wochen lang jede Woche eine Folge. Und dann wird es erstmal wieder pausiert, bis ich das nächste fertig habe. Und dann kommen die nächsten 4, dann muss ich mir keinen Stress damit machen. Wenn was kommt, dann wisst ihr, es kommt ein vollständiges Level auf euch zu. Ich denke, das ist erstmal der Plan für die Zukunft. Trotzdem hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Kommt auf unseren Discord und gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich für eure Zeit. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming-Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Rädercoasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von